Komm mit zu den Sommers, komm mit nach Burghausen. Wir zeigen euch heute unsere kleine Welt. Los geht's! Urlaub in Finnland. Gleich geht's los. Ich kann es kaum erwarten. Urlaub im Feenland macht man nicht alle Tage. Unsere Feriengäste kommen. Ja, das ist Familie Sommer aus Burghausen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Fiona und das ist meine Tochter Lena. Gibt es Feen wirklich? Das entscheidet jeder für sich, an was ihr glaubt. Ob das, was ihr hier erlebt, alles echt ist oder nur gespielt. Jedenfalls wird es sich nach dem Tor richtig echt anfühlen. Das klingt ja spannend. Hallo, ich bin Lena. Und ich bin Emma. Und hier, das ist das Tor zur Feenwelt. Kommt mit und taucht ein in die Welt der Feen und Einhörner. Wir zeigen euch alles. Hallo Familie Sommer. Hallo. Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Felix und das ist mein Sohn Ron. Sieht das toll aus hier. Hier ist euer Haus für die nächsten Tage. Wie cool, das ist ja ein Pilz. Mega. Ihr seid dann mitten im Feendorf. Direkt vor dem Pilzhaus ist unser Treffpunkt mit Lagerfeuer. Und daneben ist der See mit Steg. Hier finden alle wichtigen Veranstaltungen statt. Wo wohnt ihr? Wir und die anderen Feen wohnen alle im Feenwald, rund um das Dorf. Aber unsere Gäste bekommen immer den schönsten Platz. Das ist bei Feen so. Schau, Emma, den schenke ich dir. Oh, wie schön, danke. Wie cool. Da kommt ja ein Einhorn. Das ist Lucy, mein Einhorn. Lucy liebt es, gestriegelt zu werden. Wollt ihr mir helfen? Oh ja. Nils, willst du mit mir mitkommen zum See? Ja, gerne. Das macht Spaß. Krass, das sind die Riesenseerosen. Ja, ist alles ein bisschen anders als in der Menschenwelt. Macht das Spaß. Ist das cool. Ist echt besonders. Möchtet ihr einen Feentee probieren? Ja, sehr gerne. Schmeckt sehr lecker. Gibt es auch Feenmänner? Das ist wie bei den Menschen auch. Da gibt es Frauen und Männer. Allerdings haben Jungs nur im Kindesalter Flügel. Und wenn sie erwachsen sind, leider nicht mehr. Voll interessant. Da kommt Nina, meine Freundin. Sie und ihre Mama sind Einhornfeen. Hallo Nina. Hallo, und wer bist du? Ich bin Emma. Ich mache hier Urlaub mit meiner Familie. Na dann, herzlich willkommen im Feenland. Ich muss weiter. Tschüss. Tschüss, Nina. Komm mit, ich zeig dir den Wald. Gerne. Wow, ist das märchenhaft hier. Das ist unsere Feenquelle. Hier kann man in Feenwasser baden. Und hier kann man Feenwasser rauslassen und mitnehmen ins Dorf. Was ist Feenwasser? Feenwasser gibt uns Kraft. Komm, lass uns eine Runde baden. Ich habe gar keine Badesachen dabei. Das ist doch gar kein Problem. Wozu habe ich meinen Feenstab? Kann man damit zaubern? Das nicht, aber Wünsche erfüllen. Wie praktisch. Wow. Ist das schön hier.
Und schau, da kommt Königin Gloria. Hallo Mädels, wir haben Menschenbesuch, wie ich sehe. Ja, das ist Emma. Herzlich willkommen im Feenland, Emma. Danke. Oh nein, da kommen Roxana und Ria. Wer ist das? Ich glaube, es sind die einzigen Feen weit und breit, die nichts Gutes im Schilde führen. Oh. Diese nervigen, kleinen, Gute-Laune-Feen. Wie ich diese Feen verabscheue. Komm, lass uns schnell weitergehen. Die sind ja echt unsympathisch. Oh, sind die süß. Lass uns wieder zurückgehen zum Dorf. Wir haben schon was zu essen vorbereitet. Lasst es euch schmecken. Nach so vielen tollen Eindrücken ist es nun Zeit, erstmal in unseren Pilz zu gehen. Alles in Ruhe auszupacken und dann bald ins Bett zu gehen. Bis hoffentlich bald wieder. Entweder in Burghausen oder hier im Feenland. Wie ihr möchtet, eure Familie Sommer.